danke. Ich habe natürlich meinen Regenschirm auf dem Weg zur Box vergessen, aber das wird alles bald trocken werden. Es wird ein interessantes Rennen bei diesen Bedingungen, auch wenn man die Regeln der Kunst bei diesem Regen aus dem Fenster werfen kann. Der Fokus liegt weniger auf der puren Effizienz der Aerodynamik und mehr auf der Balance der Einstellungen und der Reifentemperatur. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Massa, Max Verstappen und Ricciardo. Raikkonen, Perez, Sainz Jr. und Nico Hülkenberg. Magnussen, Ocon, Danny Quert und Grosjean. Stroll, Alonso, Stoffel van Dorn und Marcus Ericsson. Wehrlein und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten.
Was für eine fantastische Leistung von Ferrari, ganz ohne Zweifel. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Ich würde sagen Sebastian Vettel. Einige behaupten, er hätte seine Probleme mit Rad-an-Rad-Rennen. Aber wie man heute gesehen hat, ist das Unsinn. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.